His Excellency Brother Ayo-Maria ATOYEBI has come to visit us. Thank God for his presence here. Father, especially for this day, the feast of St. Dominic, the Dominican Bishop. And God has blessed us in a very special way today because of his presence, that we can celebrate Mass in this chapel today because of the presence of our bishop here. We thank God for this wonderful blessing. We are a community of masses, prayer, adoration. Unfortunately, the problem that we can celebrate Mass here in our chapel. Pray that one day the diocese will give us the revelation, the chance, the blessing of living our life as we should live it. But today, we thank God for St. Dominic, who has granted the blessing for us from heaven and through his own very faithful true son, our bishop, Ayo-Maria ATOYEBI. And God, I want the blessing and bless all the Dominicans in the whole world, to bless all the Lord members in the whole world. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. And with your spirit. Beloved brothers and sisters, we have gathered around the Eucharistic table to celebrate our life in love, our life in our Lord Jesus Christ, who offered himself to God the Father as expiation for our sins in this Holy Eucharist. Let us join him totally and be victims with him in these sacred mysteries as we honor St. Dominic. Let us recall all our sins. Let us continue to praise the Lord in the Psalms. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory be to you, Lord. As they were walking along the road, a man said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus replied, "Foxes have dens, and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." He said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Still another said, "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." Jesus replied, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." In jener Zeit, als Jesus und seine Jünger auf ihrem Weg nach Jerusalem weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, "Ich will dir folgen, wohin du auch gehst." Jesus antwortete ihm, "Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann." Zu einem anderen sagte er, "Folge mir nach." Der erwiderte, "Lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben." Jesus sagte zu ihm, "Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes." Wieder ein anderer sagte, "Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen." Jesus erwiderte ihm, "Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes." Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Alleluia, 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 alleluia.
want. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Love and people of God. Jesus, what about this? Have great cause to thank God for. First of all, for God Himself, who is so gracious to us. And we cannot praise Him enough. To be able to praise Him enough, we have to be eternal like Him. And since this is impossible, it means we can never praise Him enough, no matter how long we stay in praising. So praising as a responsibility for us, as a duty we must do, will always remain inadequate. So that's what unser Dienst ist, was unsere Aufgabe ist, Gott zu preisen, wird immer ungenügend bleiben. So we pray Him to look at our own limitation and accept us as we are. So bitten wir Gott, unseren Zustand anzuschauen und uns anzunehmen, wie wir sind. So I thank you very much for your love for me, for your prayer, for all that you are expending for my good health. Ich danke euch auch allen für eure Liebe, für eure Aufmerksamkeit und für alles, was ihr ausgibt für meine Gesundheit. I cannot praise you enough. God Himself will reward you. Danke euch auch für eure Gebete und ich bin sicher, dass Gott selber euch belohnen wird. And He will give you everlasting life through Christ our Lord. Amen. Amen. Today we celebrate the feast of Saint Dominic. Heute feiern wir das Fest des Heiligen Dominikus. He was a Spanish man born in 1170. Er war ein Spanier, der 1170 geboren wurde. Born of a noble family. I had good home training, good Christian home training, and the influence of his uncle, who was also a priest. Later on, when he was sent as an emissary to a particular place, when he was sent a message, he happened to be in the southern France. Da war er dann in Südfrankreich. And there he met with the Albigensian heretics. Und dort traf er Heretikern, die Albigenser. And he was so sorry about the way they worship God, but in wrong dimension. There was a misplaced zeal, an error in their doctrine. Es gab in ihrer Lehre einen Fehler und deswegen war all ihre Verehrung in eine falsche Richtung. This touched the heart of Dominic so much that he said something must be done about it because of his love for souls. He knew how precious one single soul is. And that it was because of the preciousness of souls that Jesus Himself poured all His blood for the salvation of all men and women. And to him, even a single drop of the blood of Jesus must not be shed in vain. Der wollte nicht, dass ein einziger Tropfen des Blutes Jesu
Lebens vergossen worden sei. And he promised himself that he would so do all in his power to see that he worked for the salvation of souls. Und da hat er sich vorgenommen, dass er alles tun wird, um sich zu bemühen, Menschen zurückzugewinnen zum wahren Glauben. And so, after finishing the message he was giving, he came back to Spain to start a new order that will be dedicated to preaching the Word of God. Nachdem er seinen Auftrag erledigt hatte, ging er also zurück nach Spanien und begann Menschen und sich zu sammeln, um einen neuen Orden zu gründen, der Predigt gewidmet sein sollte. And to read the word of errors. Diese Unkraft der Fehler in der Lehre auszurotten. He withdrew to pray. Er betete sehr viel. And to fast. Er fastete. And to keep vigil. Und er hielt Vigil, Nachtvigil. To ask God what he will want him to do. Und er bat Gott, ihm zu zeigen, was er tun soll. And to him, what God will want him to do is exactly what Christ himself has done. Und er sah, dass das, was Gott von ihm will, ist genau das, was Christus getan hat. So he decided to form a new order, the order of preachers. Und so bildete einen neuen Orden, den Orden der Prediger. That will carry the light of the gospel to the whole world. Das Licht des Evangeliums in die ganze Welt tragen sollte. And that fulfilled the dream his mother had before giving birth to him. Das erfüllte auch den Traum, den seine Mutter hatte, bevor sie das Kind Dominic geboren hat. The mother saw a dog carrying a torch. Die Mutter sah in diesem Traum einen Hund, der eine Fackel trug. And enlightening the whole world. Und mit dieser Fackel steckte er die ganze Welt an, im Feuer. So the foundation of the order of preachers is the fulfillment of that dream of the mother. Der Predigerorden ist die Erfüllung von diesem Traum der Mutter. So Dominic is the dog of the Lord enlightening the whole world. Dominic is the Hund Gottes, der die ganze Welt in Feuer steckt. He could have stayed in Spain to enjoy life more. Er hätte in Spanien bleiben können und dort sein Leben als Edelmann genießen können. As a canon regular, he would have enjoyed life more. Auch als ein regular Well, he decided to be an itinerant preacher after Jesus himself. Er entschloss sich, ein Wanderprediger zu werden, so wie Jesus durch das Land gewandert ist. Who was going from one place to the other to give consolation to people and to cure the sick. Jesus, der durch das Land zog, um den Menschen Trost zu spenden und die Kranken zu heilen. Dominic saw that he had to be like the apostles in order to carry out his design for preaching. Dominic saw that he had to be the apostle sein muss, um sein Ziel zu erreichen. And he will use the same instruments as the apostles used, commanded by the Lord. Und er benutzte die gleichen Instrumente, die die Apostel benutzt haben, nachdem was Jesus befohlen hat. So he decided that he will live the life of poverty, chastity, and obedience. Das bedeutet das Leben des der Armut, des Gehorsams und des Gehorsamkeit. And his followers would do the same thing as the apostles did. Und seine Nachfolger sollten das gleiche tun, was die Apostel getan hatten. And so he set out to go and preach with these great instruments of chastity, poverty, and obedience. So ging er also los,
um zu predigen mit diesen drei Instrumenten der Keuschheit, des Gehorsams und der Armut. It is what Jesus Christ himself gave as counsel. It's not a command or one of the commandments, but it is counsel that can help us to preach the gospel more effectively. Diese drei Dinge sind nicht ein Befehl von Jesu, aber ein Rat. Die drei Räte, die uns helfen können, effektiv zu sein im Apostolat. Poverty helps us to depend completely on God and on our community. Armut hilft uns ganz auf Gott, zu wissen, dass wir ganz auf Gott angewiesen sind und auf unsere Gemeinschaft. Not to worry about what do we eat, what do we drink, what do we use to clothe ourselves. Und das löst uns davon, uns Sorgen zu machen, was wir denn morgen essen und trinken werden und was wir anziehen werden. To live a simple life without carrying big, big boxes. Ein einfaches Leben zu führen, ohne riesige Gepäckstücke mit sich rumzutragen. Because anyone who wants to travel fast must also travel very lightly. Denn wer schnell reisen will, muss leichtes Gepäck mitnehmen. Material accumulation can obstruct the preaching of the gospel. Wenn man viele Eigentümer ansammelt, dann stört das bei der Verkündigung des Evangeliums. So that is why Jesus said anyone who wants to follow him must leave everything, any material possession, and come follow him. Deshalb sagte Jesus, jeder der ihm folgen will, der soll alles, was hat, lassen und ihm ohne diese Dinge folgen. He said, foxes have dens, and birds have nests. For the Son of Man has no place to lay his head. Er sagte, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat nicht einen Stein, wo er sein Haupt niederlegen kann. So poverty is the riches of those who take the vow of poverty in order to do the work of God more efficiently and more efficaciously. Armut ist also der Reichtum der Armen, diese Armut auf sich nehmen, um besser das Reich Gottes verkünden zu können. At times we have to leave the implication of leaving the dead to bury the dead in order to preach the gospel of Jesus Christ, which is always very urgent. Manchmal müssen wir auch dieses Wort hören, dass wir die Toten begraben lassen sollen, damit wir das Reich Gottes verkünden können, was sehr, sehr dringend ist, dieser Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden. Jesus is still saying today, let the dead bury their dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Jesus sagte also diesen zweiten, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Material possessions are good if they serve the need of our brothers and our needs, just to barest minimum. Irdische Besitztümer sind gut, wenn sie uns helfen, dass wir damit unseren Brüdern und Schwestern dienen können, und wenn sie unsere Nöte, unsere Bedürfnisse, unsere menschlichen Bedürfnisse bedecken, was halt das Minimum ist, das wir brauchen. But when accumulation of them becomes the goal of life, they are most dangerous. Aber wenn es zu einem Ziel wird in unserem Herzen, solche Besitztümer anzuhäufen und sich Sicherheitsvorräte zu schaffen, dann wird das störend. If we have, in order to give away, to relieve our brothers and sisters of their pains, of their sorrows, of your own poverty, then that is very good. Wenn wir Geld suchen, um damit anderen zu helfen, die Nöte von anderen zu lindern, das ist sehr gut.
And when we have and a need arises that could take away that very material things, we should not hesitate to do it, no matter how precious. Wenn wir etwas haben und es kommt dann ein Notfall, dass es bräuchte, dass wir alles, was wir haben, dafür hergeben, dann sollten wir nicht zögern, auch wenn das, was wir haben, sehr wertvoll ist. Saint Dominic showed a good example in this. Der heilige Dominik hat ein gutes Beispiel gegeben in diesem. When there was famine and people had nothing to eat or drink, als da eine Hungersnot war und Menschen nichts hatten, was sie essen und trinken konnten, Dominic had a library. Der heilige Dominik hatte eine Bibliothek. In those days, you know how precious even one copy of the Bible is. Ja, wisst vielleicht in der Zeit vor 1000 Jahren, wie kostbar auch nur eine einzige Bibel war. Things written on hides, the skin of animals. Was auf Pergament geschrieben wurde und der Hand geschrieben wurde. When Dominic saw that people were hungry, no food, he had to sell all the books in order to feed the poor. Dominic hat damals seine Bibliothek verkauft, um den Armen helfen zu können, über diese Hungersnot hinwegzukommen. And people said, what kind of thing are you doing? It's not wise to do this. Viele sagten ihm, was du tust, ist nicht weise. And he said, we cannot keep dead skins and allow living creatures to die. Sagte, wir können nicht tote Häute aufbewahren und erlauben, dass lebendige Personen zugrunde gehen. So he followed the example of the apostles by leaving everything to follow Jesus. So hat in dem Tag alles verlassen, um Christus zu folgen. He followed whatever Peter said in Rome, that is to say the Pope, in complete obedience, in dedicating himself to God. Er wollte auch dem folgen, was Petrus sagt, also was der Papst in Rom sagt. He lived a vow of obedience to the letters. Obedience is the vow that makes us to be victims in the sight of God. Denn Gehorsam ist besonders das Gelübde, das uns zu Opfern macht vor Gott. Through obedience, everything we have or have, we do, we sacrifice unto God. Im Gehorsam opfern wir alles, was wir sind und haben, Gott auf. We sacrifice the kernel of ourselves. Wir opfern das Innerste von uns auf. The sacrifice of the Sanctus Sanctorum. Es ist das Opfer des innersten Heiligtums in uns. Christ did the same thing. Says, my will is to do the will of the one who sent me. Er sagte, mein Wille ist es, den Willen von dem zu tun, der mich gesandt hat. So as Christians, let us always think about what we are doing and always examine ourselves whether we are following the will of God. Als Christen sollen wir uns immer überlegen und prüfen, ob wir dem, was wir tun, den Willen Gottes tun. Jesus did exactly that. Jesus hat genau das getan. The apostles did the same. Die Apostel haben das auch getan. Dominic followed their ways. Dominic hat ihnen gefolgt. So we have challenges to do the same today. Wir haben also eine Herausforderung, dass auch wir das heute tun sollen. Most Christians, they pray, but when they pray, it's for their own selfish gains. Viele Christen beten,
aber viele beten für, um das zu bekommen, was sie in ihren egoistischen Gedanken wollen. You don't pray as Jesus prayed, your will be done. Sie beten nicht so, wie Jesus gebetet hat. Herr, dein Vater, dein Wille geschehe. But many of them, they say, oh God, your will be changed. Viele beten, Herr Gott, möge dein Wille sich ändern. So let us always examine ourselves daily. What is our orientation for life? Is it that we do the will of God irrespective of what it is, or to make God change his will so that we take up his throne? It is not easy to do the will of God. It may demand complete self-abnegation. Es ist nicht einfach, den Willen Gottes zu tun. Das verlangt von uns völlige Selbstaufgabe. It may require giving up our pleasure and our leisure. Das bedeutet oft, dass wir das, was uns gefällt und das, was Holy Father Dominic did that. He left everything in order to follow Jesus. We don't have any short way. We don't have any shorter way of following the Lord Jesus Christ than this way of obedience. Es gibt keinen kürzeren Weg als diesen Weg des Gehorsams, wenn man Jesus folgen will. He followed the way of chastity. Heilige Dominik folgte auch dem Weg der Keuschheit. Because that was what Jesus lived. Und das war das, was Jesus gelebt hat. He loved men and women. Er liebte Männer und Frauen. He loved marriages. Er liebte Ehen. He encouraged those who are married. Er hat viel ermutigt, die verheiratet sind. And he appreciates chastity for apostolic work. Und er hat sehr geschätzt die Keuschheit des apostolischen Dienstes willen. Anyone who is chaste, man or woman, is a good instrument for evangelization. Because if we want to do great things for God, it is good we use good, chaste body to do all that. We let our hearts be inviolate, pure and clean. Unser Herz soll unverletzt, also nicht zerstört und rein und heilig sein. Dominic followed the way of chastity. Dominic folgte diesem Weg der Keuschheit. But he was not running away from women or from ladies. Das bedeutet nicht, dass sich großen Abstand hielt von jeder Frau. He had great respect for women. Er hatte einen großen Respekt für Frauen. And actually he founded the women religious before he founded the men religious. Er hat den Frauenorden seines Ordens gegründet bevor dem Männerorden. And he maintained his chastity throughout life. Der hat seine Keuschheit bis zum Ende bewahrt. While he was dying, als er starb, what he confessed was that, Lord, forgive me for the time I take joy in talking to some of the sisters, the younger ones. Da beichtete er, Herr, vergib mir, wenn ich manchmal sehr gerne zu den jüngeren Schwestern gesprochen habe. That shows how chaste she is, or he is. Das zeigt uns aber auch, wie keusch er war.
He lived a real normal life, normal person. Er hat ein ganz normales Leben als normaler Mensch geführt. He mixed with everybody, young, old, men and women. Er hat sich mit älteren und jüngeren, mit Männern und Frauen zusammen, war mit ihnen zusammen, hat mit ihnen geredet. He was always humorous. Und er hatte einen guten Humor. It's only when he met with the complaints of man or the sorrow of man that you will see that his countenance will change. Other than that, every time he was a happy man. Nur wenn die Nöte eines Menschen eben handgreiflich vor sich hatte, dann war nicht fröhlich, aber das war immer fröhlich. He reflected in his life a joyous heart. Er hatte ein fröhliches Herz, das auch nach außen hin zeigte. And this could be seen in the tranquility of his face. Das zeigte sich auch in der Ruhe seines Glaubens. Joyfulness and kindliness. Joyfulness and kindliness. Everywhere in word and in deed, he showed himself to be a herald of the gospel. Und immer und überall zeigt sich als Verkünder des Evangeliums. By day, you don't see a more joyful man than himself. Und wenn das Evangelium verkündete, dann konnte man keinen Menschen sehen, der fröhlicher war als He was always friendly with people. Er war immer gütig und zu den Menschen. So holiness does not drive you away from people. Heiligkeit ist nicht etwas, was dich von den Menschen absondert. Mix with others. Sei mit den anderen. Discuss with others. Sprich mit anderen. Pray with others. Bete mit den anderen. Many of us, we are good Christians when we are praying in the church. Viele von uns sind gute Christen, wenn wir in der Kirche sind und beten. When we get outside the church, wenn wir aus der Kirche rauskommen, we are canonized devils. Das sind wir kanonisierte, eingesprochene Teufel. We should be Christian in the church and Christian outside the church. Don't be good Christian only when you are keeping vigils. After keeping vigil with God, get out. And give the gifts you have got from God to people. Give them reason for life. Give ihnen einen Grund zum Leben. Share with them what you have. From the presence of God, you must come to the presence of men and women to give them the joy of the gospel. Aus der Gegenwart Gottes musst du kommen in die Gegenwart der Menschen und ihnen die Freude des Evangeliums schenken. Now, my brothers and sisters, Dominic's special prayer for himself was to beg God for true efficacious charity. Dominic betete sehr viel für sich selber eine wahre Nächstenliebe. Charity for souls, for the salvation of souls. Liebe besonders für für das Heil der Seelen. And he never relented in doing this throughout his short life. He lived for only 51 years or so. He devoted his day for serving people. The night he kept vigils. Während des Tages war mit den Menschen und verkündete das Evangelium und in der Nacht hielt Vigil. In order to win soul for Jesus. Seelen für Jesus zu gewinnen. The work of salvation is so much that we cannot leave it to only the day. Das Werk, das wir zu tun haben, ist so viel, dass wir es nicht nur am Tag machen können.
So I congratulate you for dedicating some part of the night for praying for salvation of souls. Und so gratuliere ich euch, danke ich euch, dass ihr in der Nacht einige Stunden mitmacht im Gebet für das Heil der Seelen. You are following authentic tradition. Ihr folgt damit einer authentischen Tradition in der Kirche. Of many saints. Von vielen Heiligen, vielen Heiligen. Including Saint Dominic. Auch der heilige Dominik ist da dabei. So may God, who has begun this great work in you, bring it to completion through Christ our Lord. Amen. Möge der Herr, der dieses gute Werk in euch begonnen hat, es zur Vollendung bringen.